Wenn du im Supermarkt nach Milch suchst, findest du eine riesige Auswahl an Produkten vor. Es gibt Kuhmilch, aber auch Produkte auf Pflanzenbasis. Um aus einer Pflanze etwas Milchähnliches zu machen, muss man sie entweder einweichen, abgießen, abspülen und zu einem Brei verarbeiten oder sie trocknen und zu Mehl mahlen. Die Pflanzenpaste oder das Mehl wird dann mit Vitaminen und Mineralien angereichert, aromatisiert und mit Wasser verdünnt. Das Ergebnis ist eine Flut von Produkten, die viele der Eigenschaften von Tiermilch haben. Aber welche Milch ist am besten für einen? Sehen wir uns ein paar der beliebtesten Milcharten an. Kuh, Mandel, Soja und Hafermilch. Ein 250 ml Glas Kuhmilch enthält 8 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Kohlenhydrate und 2 bis 8 Gramm Fett, je nachdem, ob es entrahmte, fettarme oder Vollmilch ist. Das sind knapp 15% des Proteintagesbedarfs eines Durchschnittserwachsenen, etwa 10% an Kohlenhydraten und 2 bis 15% an Fett. Die meisten pflanzlichen Milchprodukte hingegen haben weniger Kohlenhydrate. Sie haben auch weniger Fett, dafür aber mehr von den sogenannten guten Fetten. Die gesunden Nährstoffe Vitamin D und Calcium, die in Kuhmilch enthalten sind, müssen den meisten pflanzlichen Milchprodukten zugesetzt werden. Von unseren pflanzlichen Produkten haben sowohl Mandel als auch Hafermilch im Vergleich zu Kuhmilch einen niedrigen Eiweißgehalt. Während die Mandelmilch die wenigsten Nährstoffe enthält, ist Hafermilch voll von Beta-Glucan, einer gesunden Art von Ballaststoffen. Außerdem enthält sie mehr Kohlenhydrate als andere Pflanzenmilcharten, mitunter sogar so viele wie Kuhmilch. Sojamilch hingegen hat genauso viel Eiweiß wie Kuhmilch und ist außerdem eine gute Kaliumquelle. Sojabohnen enthalten auch Isoflavone, von denen man früher annahm, sie könnten das Hormongleichgewicht stören, weil sie Östrogen ähneln. Aber Sojamilch enthält nur sehr geringe Mengen an Isoflavonen, die eine viel schwächere Wirkung auf den Körper haben als Östrogen. Je nach den persönlichen Umständen kann eine dieser Milchsorten der eindeutige Gewinner sein. Ist man laktoseintolerant, haben alle pflanzlichen Milchprodukte die Nase vorn. Bei einer Nussallergie ist Mandelmilch tabu. Hat man keine abwechslungsreiche Ernährung, kann Kuhmilch die effizienteste Art sein, wichtige Nährstoffe einzunehmen. Unter allen anderen Umständen ist jede dieser vier Milcharten nahrhaft genug für eine ausgewogene Ernährung. Deshalb ist für viele Menschen die Milchart am besten, die für den Planeten am besten ist. Welche verbraucht also die geringsten Ressourcen und belastet die Umwelt am wenigsten? Für die Produktion von einem Glas Kuhmilch werden fast 4 Quadratkilometer Land benötigt, wofür Wälder abgeholzt und Lebensräume zerstört werden. Das meiste davon ist Land, auf dem die Kühe leben. Auf dem Rest wird Futter für sie angebaut. Viele Kühe fressen jedoch Sojabohnen und Hafer. Für den Anbau von Hafer und Sojabohnen für Milch wird aber viel weniger Land benötigt als zur Fütterung einer Milchkuh. Nur etwa 1/4 Quadratkilometer pro Glas. Bei Mandelmilch ist der Flächenbedarf ähnlich. Es kommt aber auch darauf an, wo diese Flächen liegen. Sojafarmen sind ein Hauptgrund für die Abholzung von Wäldern, Hafer- und Mandelanbau dagegen nicht. Bei jedem Schritt der Milchproduktion wird Wasser verbraucht, aber in der Agrarphase gibt es die größten Unterschiede. Für Kuhmilch wird am meisten Wasser verbraucht, etwa 120 Liter pro Glas. Vor allem, um die Kühe zu tränken und ihr Futter anzubauen. Mandeln stehen mit mehr als 70 Litern Wasser pro Glas an zweiter Stelle. Das meiste Wasser wird für den Anbau der Bäume benötigt, die jahrelang bewässert werden müssen, bevor sie Mandeln tragen. Mandelbäume brauchen ständig Wasser, um nicht abzusterben, während andere Pflanzen brach liegen können und dennoch Erträge liefern. Alles in allem brauchen Soja und Hafer weniger Wasser zum Wachsen. Nur etwa 5 bis 10 Liter pro Glas Milch. Die Milchproduktion verursacht auch Treibhausgasemissionen. Etwa 0,1 bis 0,2 Kilogramm pro Glas bei pflanzlicher Milch. Kühe hingegen produzieren selbst die Emissionen, indem sie große Mengen des Gases Methan durch Rülpsen und Furzen ausstoßen. Insgesamt sorgt jedes Glas Milch für mehr als 0,5 Kilogramm an Treibhausgasemissionen. Je nach deinen Ernährungsbedürfnissen kann jede dieser Milchsorten gut für dich geeignet sein. Aber hinsichtlich der Gesundheit unseres Planeten spricht vieles für pflanzliche Milch, insbesondere Hafer- und Sojamilch.
Wir haben die nötigen Werkzeuge und das Wissen, um unseren Planeten zu schützen. Besuche ed.ted.com/earthschool, um herauszufinden, was du und deine Community zum wichtigsten Thema unserer Zeit beitragen könnt. Und um mehr über die spannenden Schritte zu erfahren, die bereits unternommen werden.